Hallo und willkommen zurück auf dem Kanal. Heute mal wieder ein bisschen WoW. Und zwar, wir gucken heute in Dragonflight rein. Ich bin gespannt, wir gucken mit meinem ehemaligen Zwerg rein. Jetzt, Makar-Org. Hier ist die Unterstützung, von der ich gesprochen habe. So, bin gespannt. Lasst uns zusammenarbeiten. Und die Aspekte werden sich freuen, dass der Rat ihre Einladung annahm. Auf den Dracheninseln gibt es Wunder und viele Gefahren. Wer dem Ruf folgt, der wird sich jeder Herausforderung stellen. Die Stärke der Horde waren stets ihre Leute. Das ermutigt mich wirklich. Aber die Drachenkönigin duldet keinen Konflikt an ihren Küsten. Die Horde ehrt den Frieden mit der Allianz. Dazu plant die Archäologische Akademie zusammen mit der Forscherliga an einer Entdeckungsreise. Ich hoffe, wir werden viel voneinander lernen. Vergesst nicht, Ebysian, dass die Dracheninseln auch die Heimat der Draktyr sind. Wir möchten wiederfinden, was war, und einfordern, was kommen mag. Lasst unsere Völker diesen Weg gemeinsam gehen, Glutresch. Gut. Unterwegs können wir eure Kampfkünste verbessern, trotz eures Mangels an Flügeln. Wie ich sehe, liegt noch viel Arbeit vor uns. Dann kommt, die Dracheninseln warten. So, wir dürfen gespannt sein. Grüße. Ich werde also euch bei den Vorbereitungen rekrutiert für die Forscher, Handwerk und Gelehrte. Ihr nennt das eine Uniform. Gut, das ist ja noch das vom Zeppelin, sobald ihr die Einstiegsevent unserer Expedition versammelt habt. Schon schön der Drache, ne? Kann man schon mal so sagen. Ach, wir müssen hoch. Upsala. Meine Güte. Ach da, okay. Wie gesagt, ich bin gespannt. Das wird unser YouTube-Projekt für Dragonflight erstmal. Mal gucken, vielleicht schwenke ich auch. Ich habe mir auch kurzzeitig überlegt, ob man machen soll ein neues Addon, neue Rasse und Klasse. Aber ich habe den Rufer. Ich weiß nur noch nicht, ob ich den vielleicht doch einfach so für mich spielen will. Ach da. Aber mal gucken, die Dracheninseln? Ich bin gespannt, habt ihr schon Ehre, angefangen, habt ihr schon reingeguckt? Habt ihr spielt überhaupt das Addon? Und vor allen Dingen, wenn ja, was haltet ihr vom Addon? Ach, da muss ich ja hoch, stimmt. Nee. Gelehrte rekrutiert. Ach, da drin war's, ja. Huch. Interessant, ein Schnappschuss? Was für eine Gelegenheit. Denkt nur an all die wundersamen Relikte der Drachenschwärme. Ich werde die weisesten Gelehrten für unsere Expedition versammeln. Ah ne, das ist das Richtige. Meine Güte. Wird das seit neuestem angezeigt oder habe ich AAP eingeschaltet? Ne, habe ich aus. Okay. Ich dachte doch schon. Also ein Teil kenne ich. Ich glaube an einen Plan. Ich habe mit meinem ist auf unserer Seite. Taurenpala schon mal angefangen, so für mich. Aber auch erst vor ein, zwei Tagen. Deswegen ein paar Cutscenes und so weiter kenne ich, aber
die habe ich im Geburtstagsstream gemacht, also nur so halb zugehört wahrscheinlich. Deswegen kann ich jetzt noch alles so direkt auf mich wirken lassen. Da bin ich halt echt sehr gespannt. Ihr habt unsere Expedition blitzschnell versammelt. Ja, ne? Ich schätze es, wenn meine Reisegefährten effizient arbeiten. Berichtet dann, was ihr findet. Denkt daran, Entdeckungen sind magisch. Ah, ich wollte gerade sagen, wo ist Katka? Wachen, verhaftet diesen ansehnlichen Zauberer. Keine so. Sorge. Ich hoffe, es wird nichts geclaimt durch die Videos. Ich hatte nicht so bald wieder mit euch gerechnet, mein Freund. Nachdem ihr dem Ruf zu den Inseln gefolgt seid. Etwas ist geschehen, Khadgar. Etwas Schreckliches. Kallegos, sagt es mir. Es ging alles so schnell. Und Furorion, jung wie er ist, war so mutig oder eher töricht, es verhindern zu wollen. Aber er kam zu spät. Der Sturm war bereits entfesselt. Sie ließ mich am Leben, als Bote. Sie kommen, um die ganze Welt vom Schmutz der Titanen zu läutern. Alexstrasza, wer ist das? Was ist das? Das ist Rassageth, jüngste der Urinkarnationen. Inkarnationen? Vier gefährliche Anhänger der Elementarkräfte. Mit der Benennung der Aspekte nahmen wir die Geschenke der Titanen an. Sie taten es nicht. Der darauf folgende Krieg war entsetzlich. Nur mit all unserer Kraft konnten wir sie verbannen. Wenn die so gefährlich waren, warum wurden sie nicht zerstört? Ich brachte es nicht übers Herz. Wir waren einst wie Geschwister. Mit der Zeit ist ihr Zorn nicht verebbt. Seht uns an. Wenn sie ihre Geschwister befreit, können wir sie nicht aufhalten. Und falls Iridikons Gier entfesselt wird, dann bleibt uns keine Wahl. Wenn wir wieder die Beschützer sein wollen, müssen die Aspekte unserer Schwärme sich wieder erheben. Unsere Königin ist entschlossen, Khadgar. Aber wir finden gerade erst wieder zu uns selbst. Und ich fürchte, ohne Hilfe werden wir niemals die Chance haben, unsere Zukunft zu sichern. Dann scheint es, als müssten die Sterblichen wohl auch diesem Aufruf folgen und diesem Sturm die Stirn bieten. So. Na, dann machen wir weiter. Also muss sagen, Cutscenes können sie einfach. Was habt ihr in Erfahrung gebracht? Ich bin der Expeditionszeppelin, sollte bald kommen. Unterhaltet euch in der Zwischenzeit mit den anderen Forschern. Bis zur Ankunft 3 Minuten 20. Unsere Schön. Handwerker sind die Besten in ganz Azeroth. Ich könnte gucken. Habe ich hier nicht sogar noch so Punkte? Wo steht denn das, wie viel ich habe? Einhändig, zweihändig. Nicht genügend, okay. Das wäre jetzt nicht, hätte dann doch schon cool irgendwo.
Obwohl ich sagen muss, also, ja, also die Expeditionsrüstung ist jetzt eigentlich nicht so schick, um es nett zu sagen. Aber ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet oder was ihr meint. Sohn von Kern. Ihr scheint abgelenkt, Bane. Haben euch die Berichte der Drachen beunruhigt? Nein. Aber dass beide, Horde und Allianz, dem Aufruf antworten, hat mich an abwesende Freunde erinnert. Es tut mir leid. Ich weiß, wie viel Anduin Vryn euch bedeutet. Gab es keinerlei Nachricht von ihm? König Graumähne war freundlich genug, meine Briefe zu beantworten. Er sagte, es gab Berichte, nach denen Anduin gesehen wurde, aber keine, die sie überprüfen könnten. Anduin hat in den Schattenlanden viel durchgemacht. Er ist wohl noch nicht bereit, heimzukehren. Noch nicht. Die Erdenmutter führt uns auf einem Pfad. Es ist nicht immer derjenige, den wir gehen möchten. Aber manchmal der Pfad, den wir brauchen. Habt Geduld. Euer Freund kehrt zurück, wenn seine Füße ihn zu jenen führen, die ihn lieben. Danke, Myla. Mich daran zu erinnern und für eure Freundlichkeit. Gerne, Bane. Da bin ich auch sehr gespannt, ob Anduin wieder zurückkommt oder ob man Anduin nochmal sehen wird. Ah, eure Erfahrung könnte mir helfen. Der schwarze Drachenschwarm wird diese Welt erneut beschützen. Sagt wer? Was erzählst du eigentlich? Ich bin bereit. Was braucht ihr? Müssen ja irgendwie Zeit rumkriegen. Es war Neltarion. Er gab den letzten Befehl und schickte uns in unsere Horte. Er hat uns verraten. Er hat Maligos um einen Zauber gebeten, der uns in Schlaf versetzen würde. Bewacht von seinen blauen Drachen. Wir wurden zurückgelassen und vergessen. Erst als die Primalisten Rassageth befreien wollten, sind wir erwacht. Okay. Hat Nostormu euch erzählt, wie lange wir in Stasis waren? Sorry, das nächste Mal. Vielleicht, ich muss an Bord. Die draufgängerische Drachenschuppe in all ihrer stacheligen Pracht. An Bord, Freunde. Also, ich weiß ja auch nicht, wie ihr seht, aber so die Standardrüstung vom Hochleveln in Shadowlands, da halt auch schon irgendwie ich habe derweil ein paar aufregende gewöhnungsbedürftig aus, sagen wir es mal so. Ihr bekommt jede Menge Bilder auf den Dracheninseln. Es gibt viele neue Arten dort. Die einen vielleicht fressen wollen. Ach, okay, uns fehlt genau ein Punkt. Das ist gut. Dann können wir nicht auch Innis laufen. Das ist schön. Mit dem Tank war ich noch in keiner. Ich gucke mir Instanzen immer ganz gern. Was jetzt? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Leute, die mehrere Klassen spielen. Oder halt Skillungen. Macht ihr es auch so? Ihr guckt euch lieber erstmal mit der DD-Skillung oder so erstmal die ganzen Innis an, bevor ihr dann mit eurem Heiler oder Tank reingeht. Weil so unvorbereitet will ich eigentlich nicht ganz gern und erklären tut ja heutzutage auch nicht mehr wirklich jemand gern was. Das war ja früher auch komplett anders. Nein, ich will jetzt hier nicht anfangen, von wegen früher war alles besser oder so ein Krampf. Direkt unter Elisandes Nase zum Erfolg geführt. Aber deswegen gucke ich mir eigentlich die Instanzen immer ganz gern in Zwischenzeit halt mit dem DD erstmal an. Dann weiß ich nämlich schon mal so ein bisschen, was die Bosse können und den Rest erarbeite ich mir dann doch dann wieder um selber mit der Klasse. Warum Horde vielleicht wieder? Ganz einfach, die meisten Leute, mit denen ich WoW spiele bzw. spielen werde, sind alle auf Hordenseite. Und deswegen machen wir erstmal nur die Hordencharakter. Total ungewohnt für mich, weil, ne, mein Main ist halt einfach Zwerg. Hala, aber, ja, egal. Ach, stimmt, wir können ja nicht fliegen. Das wäre jetzt schief gegangen. Total aufgeregt.
gar nicht mehr stillstehen. So ungewohnt wie der neues Addon und du kannst einfach nicht liegen. Ich muss sie besteigen. Stellt euch die Geheimnisse darin vor. Und all die schicken Dekorationen, die wir für Rüstungen einschmelzen können. Konzentriert euch. Beobachtet den Himmel. Man weiß nie, wo die Gefahr lauert. Was ich auch sagen wollte, ist, also die Gegenden sind richtig schön geworden. Also ich kann gerade ja nur vom Startgebiet sprechen, mehr habe ich ja selber noch nicht gesehen. Aber da muss ich sagen, echt sehr schick. Sehr schick geworden, ja. Ich denke mal, die Woche werden wir auch noch vielleicht wieder noch ein, zwei WoW-Streams machen. Einfach mal. Ich weiß nicht, ob morgens oder mittags, aber ich denke mal eher morgens dann gerade mal wieder. Wenn ihr vorbeischauen wollt, Twitch ist unten in der Videobeschreibung. Gerne reinfolgen. Würde mich sehr freuen. Oder so eine Quest, die nehmen wir auch gleich an. Abenteuer unseres Lebens. Ich muss aber sagen, ich glaube, ich werde wahrscheinlich auf dem Charakter angeln auf den Drachen. Auf dem werden wir rein nur die Main Story durchballern. Finde ich für WoW, für YouTube angenehmer, weil auf meinem Pala habe ich angefangen, da will ich den Meister der Lehren machen. Da mache ich wirklich jede Quest. Der Protodrache sieht hungrig aus. So, erstmal alles annehmen. Ihr seht aus, als hättet ihr Talent. Ich haben wir schon. Ach, er kommt mit, das ist mir gar nicht. Seht ihr, das ist mir im Stream auch nicht aufgefallen. Oben auf dem Hügel bei der Botschaft auf uns wartet. So, dann gehen wir mal rin. Ich könnte einen Kampf vertragen. Okay. Also ich bin tatsächlich sehr gespannt mit dem, ich glaube, mir fällt es jetzt ein. Mit meinem Pala-Tank war es echt so easy hier durchgerusht, aber okay. Ja auch. Was heißt durchgerusht? Ich bin jetzt nicht wirklich auf den Bredouille gekommen. Bin jetzt bis jetzt, glaube ich. Bin jetzt Level 63. Aber. Ich glaube, zweimal gestorben bis jetzt. So. Ich hoffe, von der Lautstärke ist so okay. Wenn nicht, auch gerne in die Kommentare schreiben, aber ich glaube, es ist sogar schon fast leise, wenn ich ehrlich bin. Stimmt. Ich habe ja leise gemacht wegen der Cutscene. Ja, nicht wundern, ich habe nebenher noch eine Quest vom Dunkelmond-Jahrmarkt auf. Ich muss näher ran. Muss ich noch die 250 Tiere für Erfahrung und Ehre holen. Ja, ich glaube, so ist besser. Was ja echt ganz krass wieder ist, was du... Du kannst ja gerade echt mit allem wieder Geld machen. Stinknormale Handelswaren. Es ist... abnormal. Wie viel Zeug ich im Auktionshaus gesehen habe, wo du ganz normal beim Händler kaufen kannst. Das ist geisteskrank. Das war jetzt nicht so geschickt. Ich muss mich jetzt tatsächlich dran gewöhnen, dass ich hier ein bisschen anders wieder reingehen muss. Haben wir was zum Essen dabei? Ich würde nicht mal fast schwer behaupten. Nein, ne?
Nö, natürlich nicht. Vorbereitet wie sonst was. Aber so. Und man könnte Kampfrausch auch noch anmachen. Nicht Kampfrausch, Schlachtruf. Ulala. Ich finde es schön, dass du dich als Rohrkrieger inzwischen auch so wunder... Oder das heißt, inzwischen ist das schon eine ganze Weile so schön heilen kannst. Das ist schon sehr geschickt. Man sollte vielleicht die Sachen auch unterbrechen, dann wäre es auch einfacher. Ich brauche ein Ziel. So, komm her. Wir brauchen hier noch einen. Schuppen müssen wir noch sammeln. Denk mal, bei den Berufen werde ich... Echt jetzt? Das ist für die Charakter? Ich habe jetzt schon Drachen fliegen? Okay, das ist verwirrend, aber okay. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht, da bin ich ganz ehrlich. Jetzt tatsächlich nicht. Oh, verdammt, zu spät. Nicht gedacht, dass ich das jetzt direkt für jeden Charakter habe, weil ich den Drachen, also den Otto-Drachen habe. So, ihn befreien. Oh, wo ist denn er? Ja, da unten? Ah ja, genau da. Huch. So gut, wir brauchen noch einen von denen. Und noch so Schüppchen. Also würde ich mal sagen, wir nehmen den Lachs und draufgehauen. Was sind eigentlich so eure Main-Klassen? Was ist eure Main im Allgemeinen? Oder was bevorzugt ihr als, Klassen? Seid ihr eher mehr der Heiler, eher mehr der Tank? Eher mehr Nah- oder eher mehr Fernkämpfer. Ich habe ja so eine geballte Mischung aus allem. Ich dachte mir jetzt halt, wir nehmen den Fußbohrkrieger. Und auf der anderen Seite, muss ich sagen, hätte ich eigentlich ganz gern tatsächlich meinen Jäger genommen. Aber der ist erst Level 53, den muss ich noch voll hochbauen. Von dir kriege ich doch auch... Ne, wir kriegen nur von den Kleinen die Schuppen. Ach, so war das. Habe ich ihn gepult? Nein? Gut. Dann ja nochmal Glück gehabt. Muss das Ding ein Stück runtersetzen. Ich hätte das eigentlich ganz gern eher, wenn dann so. Und da und die Schwächungszauber. Klassentoten brauchen wir nicht. Die Schwächungszauber einfach mal bitte da oben. Ja, so. Ich glaube, so ist angenehmer. Gut, wir sind fertig. Ah, Küchner wäre halt hier, ne? Ja, ich habe mir schon überlegt, ob man nicht vielleicht tatsächlich noch... Ach ja, da war ja was. Hingehen sollen und vielleicht doch andere Berufe machen, einfach nur reine Berufe für zum Geld machen, weil wir haben hier ja Verzauberung. Gut, Verzauberung ist natürlich sehr gut. Aber dann hat irgendwie Küchnern oder Bergbau wäre halt noch eine Idee gewesen. Ich habe zwar Ingenieur und eigentlich will ich es ja nicht weggeben, weil ich denke, es wird auch wieder gut Zeit geben, dass man jetzt auch wieder Geld mit der Chopper verdienen kann, ziemlich. Behaupte ich jetzt einfach mal so. Feines Handwerk braucht Übung. Ach, Verzauberungskunst. Den brauche ich. Alles, was wir brauchen.
So. Einmal erlernen. Finde da draußen bloß nicht den Tod. Da bin ich ja gespannt. Ingenieurskunst. Zeit ist Geld. Interessant, dass die alle an der gleichen Stelle sitzen. So, was können wir denn jetzt hier Neues machen? Handvoll Severitbolz, das ist halt das Problem. Ich brauche ja halt einfach das ganze Erz und deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht... Ach, ich werde schon irgendwie hinkriegen. Irgendwie werden wir uns bestimmt einig werden. So, da muss ich hin. Wir haben aber noch mal eine Quest zum Abgeben. Ach, hier. Ihr nennt das eine Uniform? Wer bist denn du? Konzentriert euch auf unsere Mission. Sollte ich den Vertretern der Allianz vor? Vernachlässigt nie euer Training. Also die Quest habe ich tatsächlich übersehen im Stream. Muss ich ganz ehrlich sagen, also. Urtichar. Mir ist auch nicht aufgefallen, dass die eine Seite Allianz und die andere Seite Horde ist. Viertel 15 Uhr Elementare in der Botschaft von Schwingende. Ich wünsche euch noch viel Glück. Okay. Was wolltest Wie du? Kann ich helfen? Qualitätssicherung. Dionys Akar. Gut, die Handwerkssachen würde ich schon ganz gern machen. Ganz Ohr. Fort mit euch. Die nehmen wir dann schon mit. Hilfe? Bereit für den Dienst? Ja, ich hatte erwartet, dass Majordomo Silistra und Furorio nun hier sind. Aber es ehrt mich, dass ich euch nun hier willkommen heißen darf. Bei meinem ersten echten Auftrag. Was für ein Glück. Na, lass mich doch mit ihr reden, Mensch. Dracheninseln. Danke. Genießt eure Zeit hier. Es war mir eine Freude. Also wart ihr Rivalen, bevor ihr zwei diese Expedition gemeinsam geleitet habt? So, dann bauen wir doch mal die Botschaft auf, wa? Allianz verbindet eine lange Rivalität. Aber Todium. Willkommen, verehrter Gast. Ach genau, hier ist noch Kochkunst. Immer natürlich auch mit. Ich muss sagen, schon habe ich 100 Gold für die neuen Berufe, ist schon anders wild, ne? So, Mahlzeitbotschafter. Nehmt diesen Leitfaden, in dem zu den Annehmlichkeiten der Botschaft geschrieben steht. Die erste Frage war euer Name, Storm Warrior. Furorions bester Freund. Makaron Krieger. Ankunftszeit. Heute. Letzte Spalte fragt nach dem Grund eurem Besuch. Um die Drachenschwärme zu unterstützen. Welche Freude, nach all den Jahren so viele neue Unterschriften in der Besucherliste zu sehen. Ich würde mal sagen, schlussendlich wäre es ja wieder Wumpe gewesen, was wir angeklickt hätten. Das ist alles schon direkt verfügbar. Okay. So. Der Stein. Königin Alexstrasza ist viel beeindruckender als jede Statue, die ihr auf den Inseln finden könnt. So, noch die Kohlepfanne. Ah, dass das jetzt direkt übergreifend ist, dass du dann direkt Drachen fliegen und sowas, ist ein bisschen auf ein neues, alle friedlichen Bürger komisch, muss ich sagen, weil Ed macht wenig Sinn. Aber okay. Oh, braucht ihr meine Hilfe? Es war mir ist echt ein Notfall. Freude. Genießt eure Zeit hier. Willkommen auf den Drachen. Los, hau das gelehrt, Notsignal raus. Dieses Signalfeuer nur im Notfall zu verwenden. Aber ich schätze, das ist eine Art Notfall. Dort,
Majordomus Silistra wird bald hier sein. Reagiert Majordomus Silistra persönlich auf jedes Hilfegesuch? Oh ja. Niemandem vertraut Königin Alexstrasza in schweren Zeiten mehr. Da kommen sie! Unglaublich. Orion. Ah, wen haben wir denn da? Das Signal ließ uns vom Schlimmsten ausgehen. Was ist Kadettin Zentrax? Majordomus, die Neuankömmlinge fragten sich, wo ihr seid, und ich dachte... Ich verstehe. Unsere Abwesenheit hatte einen Grund. Unsere uralten Rivalen, die Jaradin, griffen wieder zu Gewalt. Der Drachenherz-Außenposten ist bereits gefallen. Zu. Möchtet ihr etwas besprechen? Jede Handlung hat Folgen. Die Lebensbinderin segne euch. Ich werde warten. Kadettin Zentrax, bringt den Champion zu Kommandant Lethanak vor dem Drachenherz-Außenposten. Helft bei der Evakuierung der Welblinge und Verwundeten. Ja, Majordomus. Furorion und ich werden aus der Luft die Jaradin in der Schuppenknackerfeste unter Kontrolle halten. Beeilt euch, Champion. Wir wollen doch nicht, dass ihr erst eintrefft, wenn der Kampf schon zu Ende ist. Greift erst an, wenn die Welblinge und die Verwundeten sicher sind. Die übrigen Besucher müssen hier warten, bis sie die Botschaft sicher verlassen können. Oh, ich verpasse den ganzen Spaß! Hier gibt es viel zu studieren, bevor wir weiterziehen, Toddy. Jeder von uns hat seine Pflichten. Ob mit Flügel oder Kralle. Erfüllt sie. Gut. Bereit für den Dienst. Ich bin hier, um zu helfen. So, zum Dienst. Es war mir eine Freude. Wir werden Expeditionen in jeden Winkel dieser Insel schicken, sobald es sicher ist. Ach, wo liegt der Reiz in Sicherheit? Gut. Ja, dann würde ich aber sagen, war es das an der Stelle für diese Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag noch. Wenn es euch gefallen hat, natürlich liken, Abo dalassen, Glocke aktivieren, damit ihr ja nichts verpasst. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dann, euer Vicky und tschüss.